Hallo liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempel, Stanze, Papier. Mein Name ist Ulrike Schott, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute bin ich wieder mit einem neuen Projekt bei euch. Es ist heute mal was anderes, etwas, was ich unglaublich gerne mache, nämlich ich möchte heute ein Designerpapier selbst gestalten. Und Anlass war unser neuer Katalog und es gibt eine Serie hier drinne, die ich besonders mag, nämlich die Stiefmütterchen. Und die konnten wir uns ja in der Vororder schon bestellen. Und dazu gibt es ja auch ein Produktpaket, bestehend aus Stanzformen und auch aus einem Stempelset. Und dieses Stempelset habe ich hier. Es heißt Stilvolle Stiefmütterchen. Und ich habe mir gedacht, Mai, warum nicht mal damit ein eigenes Designerpapier stempeln, zumal ich eben Stiefmütterchen auch super gerne mag. Also, ein Stempelset, Stilvolle Stiefmütterchen und ich nehme mir noch ein zweites dazu. Ich benutze für meine DSPs, die ich selber stempel, meist zwischen 2 und 3 verschiedene Stempelsets, wo ich mir immer was rausgreife. Und oft ist da auch so ein Texturstempelgeschichte dabei, um Hintergründe zu gestalten. Und das eignet sich wunderbar. Gibt es momentan noch im Mini-Katalog, wird uns leider aber verlassen. Wer das haben möchte, muss da noch schnell sein. Ich habe jetzt auch heute nicht geschaut, ob es noch erhältlich ist. Es ist wirklich, wirklich toll und ich kann es jedem nur empfehlen. Und jetzt zeige ich euch, wie dieses DSP ungefähr aussehen soll. Das habe ich selber schon gemacht und es wird so aussehen. Also ich habe hier wirklich tief in die Farbkiste gegriffen, habe alle 9 In-Color-Farben benutzt und weitere. Ich zeige euch gleich, welche Farben alles zum Einsatz kommen. Und ja, dann brauche ich mir eigentlich gar kein Designerpapier mehr kaufen, weil das ist wirklich auch sehr schön geworden. Und ja, auf Wunsch auch meiner Teamkolleginnen, hallo ihr Lieben, einmal stempeln. Ganz klar ist, jedes Designerpapier ist ein Unikat. Man kann es nicht 1:1 wiederholen. Das ist klar, je nachdem, wie man die Stempel setzt. Aber ja, so soll es ungefähr dann auch wieder aussehen. Also zumindest diese Blumengruppen sollen sie wieder auftauchen. Die Farben werde ich in etwa wieder verwenden. Also fangen wir mal an. Erstmal zu den Farben, die ich alle nutze. Da ist die Blaufraktion, also normalerweise verwende ich so 6 Farben für ein DSP. Heute sind es definitiv mehr, aber das ist auch die Orientierung an diesem schönen bunten Designerpapier von Stampin' Up. Ich habe Abendblau, Babyblau und ich habe noch eine scheidende Farbe genommen, nämlich das Rauchblau. Man könnte auch den zweiten Abdruck von Abendblau nehmen. Dann die Rosa-Fraktion. Da habe ich einmal die Kirschblüte, die Wassermelone und unsere neue In-Color Bonbon Rosa. In der Gelbfraktion findet ihr Hummelgelb und Kürbisgelb. Grün, gleich 2 neue In-Colors, Lotengrün und Celadon oder Celadon, französisch Minzmakrone. Und in der Lila-Fraktion Amethyst, Brombeermus und unsere neue In-Color Fräschenlila. Und zum Schluss brauche ich noch Schiefergrau als dezente Hintergrundfarbe. Ja, ich beginne, also man kann bei so einem DSP beginnen, entweder mit dem Hintergrund. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man Stempel übereinander stempelt. Im Gegenteil, das bringt Tiefe. Ich aber fange jetzt mit dem umgekehrten Fall an, dass man sich nämlich die Hauptattraktion heraussucht und das ist hier auf diesem DSP sicherlich diese 3 großen Stiefmütterchen. Und beim Papierstempeln, also beim DSP-Papierstempeln, macht man das immer so, dass man den gleichen Stempel in der gleichen Farbe überall setzt. Also nicht anfängt, eine Gruppe zu stempeln, sondern ich suche mir jetzt zum Beispiel hier in diesem Papaya dieses Stiefmütterchen aus und setze mir das überall aufs Papier und dann kommt das nächste. Ich beginne mit der Farbe Papaya und diesem Stempel hier, das ist der Hintergrundstempel, also der erste Stempel, der größte Stempel für die Stiefmütterchen.
Und hier setze ich mir jetzt ja, meine ersten Farben. Ich verteile mir jetzt also meine Stiefmütterchen hier einmal übers Papier. Achtet darauf, dass ihr zwischen den Stiefmütterchen immer ausreichend Platz habt, damit ihr die anderen Stiefmütterchen auch schön außen rum setzen könnt. Also mit so einer Handbreit Platz wäre schon sinnvoll. Jetzt gucke ich gerade nochmal. Ich glaube, ich setze da mir noch ein Stück hin. Die nächste Farbe ist dann unser neues Fräschenlila. Habe ich das vorhin überhaupt gezeigt? Das habe ich, glaube ich, vergessen. Also Fräschenlila ist auch eine In-Color und die habe ich auch benutzt. Das wäre jetzt unsere zweite Farbe. Meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards, our dreams holding us closer. Dann kommt Amethyst. Beim Amethyst benutze ich den zweiten Stempelabdruck. Dann brauche ich den nächsten Stempel. Das ist dieser Stempel, der bringt jetzt eine gewisse Struktur in die Blüte. Da beginne ich nochmal mit Papaya. Und das kann man sehr schön, jetzt hoffe ich, dass ich, weil ich nicht direkt drüber gucken kann, dass ich das immer gut hinkriege. Man kann das sehr schön übereinander setzen, die weißen Linien bleiben und ihr seht, durch diesen doppelten Abdruck mit Papaya bekomme ich hier nochmal eine schöne Struktur. Dann nehme ich mir hier auch nochmal Celadon. Nee, Quatsch, Fräschen. Celadon ist ja grün. Mit den neuen Farben muss ich noch ein bisschen üben. Also Fräschenlila. Also es lässt sich wirklich sehr gut mehrfach übereinander stempeln. Hier nehme ich jetzt den ersten Abdruck und dann sieht man eben, dass man ein sehr schön unterschiedliches Stempelergebnis bekommt. Und was mir definitiv gefällt, ist, es kommt nämlich der nächste Stempel. Das ist dieser hier, dieser größte. Und der sollte etwas heller sein. Also ich habe es auch mit dunkler probiert, kann man. Mir gefällt es persönlich besser, wenn er ein wenig heller ist. Dazu nehme ich mir einmal Schiefergrau. Und mit Schiefergrau gehe ich in die lilane. Dann nehme ich Hummelgelb, aber da darf ich nur den zweiten Abdruck nehmen. Und für diese habe ich mir Kirschblüte ausgesucht.
Und jetzt kommt hier dieses zweitgrößte. Das ist jetzt das Innenleben. Es ist auch sinnvoll, sich ein bestimmtes Set an Stempeln, also an Acrylblöcken zuzulegen, weil es muss schon immer passen, sonst wackelt das und wird nicht sehr schön. Von daher eigentlich immer passend nehmen. Ich fange jetzt mit Kürbis an. Dann nehme ich Wassermelone. Das lila Stiefmütterchen kommt Brombeermus. Als nächstes nehme ich mir jetzt diese kleinen Stiefmütterchen. Und zwar, ich fange an in Babyblau. Und zwar verwende ich hier jetzt den ersten und den zweiten Stempelabdruck. Also den ersten und den, da drehe ich ein bisschen, und den zweiten Stempelabdruck. Da sehe ich gerade, habe ich ein lila Stiefmütterchen vergessen. Das muss ich jetzt noch nachstempeln. Dann brauche ich das gleiche Stiefmütterchen nochmal in Bonbonrosa. Und auch da nehme ich jetzt den ersten Abdruck. Und ich nehme aber auch den zweiten Abdruck. Auch für das zweite Stiefmütterchen gibt es jetzt hier so eine weitere Lage, und ich bleibe beim Bonbonrosa und gehe da ein zweites Mal drüber. Auch da kann ich mich wieder an den Blätterlinien orientieren. Hier nehme ich den ersten Abdruck Babyblau. From up here, the world seems small. Ich hatte das letzte Mal ja Rauchblau genommen, aber weil das ja das Sortiment verlässt, werde ich jetzt hier mal versuchen, den zweiten Abdruck Aventurin drüber zu setzen. Und für das Innenleben gibt es jetzt diese kleinere Form. Und da nehme ich jetzt für beim Blau den ersten, also bei beiden Aventurin, aber diesmal den ersten Abdruck. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Und für meine rosa Stiefmütterchen nehme ich wieder Wassermelone.
Jetzt nehme ich mir als nächstes das Grün vor und ich beginne mit Celadon. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Blättern, also einmal die Füllvariante, also das große Blatt, und dann nochmal die Nerven, also die Blattnerven. Und ich nehme erstmal dieses etwas eher länglichere Blatt. Jetzt nehme ich mir von dem langen Blatt die Blattadern, also die Nervenbahnen. Nehme nochmal Celadon und gehe im ersten Abdruck über alle Blätter. Ich glaube, auf meinem anderen hatte ich Minzmakrone. Das kann man noch machen jetzt beim zweiten. Das heißt, ich nehme mir jetzt nochmal den langen Stempel oder wir können da auch mal den kurzen nehmen. Ein bisschen andere Blattstruktur. Ich nehme jetzt hier den kurzen, gebe mir den hier drauf. Und dieses Blatt brauche ich gleich nochmal. Da nehme ich mir nämlich Lodengrün und stempel mir das jetzt erstmal im zweiten Abdruck. Und dann brauche ich, das hätte ich gleich offen lassen können, und auch die Minzmakrone nochmal auf, die Blatttextur. Und die gleiche nochmal, aber auch erster Abdruck, jetzt kräftig in Lodengrün. Als nächstes brauche ich dieses kleine Etwas, dieses hier, das ist die Mitte von den Stiefmütterchen und ich fange an mit Gelb, Hummelgelb, es gibt eine Spitze und eine Runde, rundes Ende, das spitze Ende gehört nach oben. Dann nehme ich das Memento. In Schwarz mache ich definitiv das hier und auch die anderen pinkfarbenen. Und dann verwende ich, das hatte ich schon vergessen, Espresso für die orangefarbene Blüte. Und für die lilane, das hätte ich gleich machen können, auch Hummelgelb. Passt auf das kleine Teil auf. Das geht so schnell runter und
dann muss man wirklich suchen, wo das hingekullert ist. Das ist richtig gemein. So, habe ich alle. Ja, als nächstes nehme ich mir hier diesen Stempel für diese Knospe und nehme mir wieder, Moment, wo ist es? Mein neues Lodengrün. Und da nutze ich auch wieder den ersten und den zweiten Stempelabdruck. Und zu dem Stempelabdruck gehört auch noch eine kleine Blüte, also zu dieser Knospe, zu diesem Stängel von der Knospe. Und zwar ein flächiger und einer mit Struktur. Und da verwende ich jetzt als nächstes nochmal mein Papaya. Und für den Strukturstempel nutze ich Kürbis. So, und da jetzt noch so viele weiße Flecken zwischen den Blüten sind, möchte ich das noch ausfüllen. Dazu nehme ich mir jetzt aus dem Set Circle Celebration diese kleine Blüte. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal Hummelgelb und setze mir jetzt einfach hier in die Lücken und auch mal außen hin noch ein bisschen von diesen schönen Blüten, auch mal erster und zweiter Abdruck. Ich werde jetzt hier mit zu guter Letzt noch mit, muss ich aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe, meine Strukturstempel zwischensetzen. Dazu brauche ich mein Schiefergrau und ich nehme erstmal diesen großen Strukturkreis und den setze ich mir jetzt einfach so, wie mir es gefällt, zwischen rein. Ich drehe das auch. Jetzt nehme ich nochmal mein Memento. Da ist nämlich in dem Circle Celebration noch ein schöner Stempel, nämlich dieser. So ein karierter Stempel, so ein kleiner. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt, der allerletzte. Ich will noch ein bisschen kleine Textur haben aus dem Circle Celebration. Da sind auch so kleine schöne Pünktchen drin. Und ich nehme mir nochmal als allerletztes Minzmakrone und setze mir jetzt hier einfach, wie mir es gefällt, Pünktchen zwischen. Das gibt so ein bisschen Fluffigkeit.
Schauen wir gerade. Nein, so lasse ich es, so gefällt mir es. Was ich jetzt noch reingesetzt habe im Papier, was ich ganz schön finde, also man kann das jetzt so lassen, aber was ich jetzt noch reingesetzt habe, und das mache ich jetzt hier auch wieder, ist in ganz dezenter Form aus dem Set, da sind ja diese tollen Sprüche dabei und ich finde ja das mit dem Blumengruß so schön. Und jetzt nehme ich mir nochmal meinen ganz zarten schiefergrauen Stempel. Mal gucken, von der Größe, das da. Bisschen schön gerade. Gucken. Ja. Und setze mir den jetzt einfach nochmal in die freien Bereiche rein. Nee, sonst wird es mir zu viel. Damit ist mein Designerpapier fertig. Ein blumiger Gruß. Und jetzt kann ich das letztendlich dann auch zu einem One-Sheet-Wonder verarbeiten. Oder, wenn mir das so gut gefällt, dass ich sage, nee, das will ich nicht, in einen Bilderrahmen stecken. Eine größere Kartonage draus machen, also irgendwie ein Karton mit einem schönen Deckel, wo ich das verwende. Also da sind der Ideenvielfalt keine Grenzen gesetzt. Ich finde es wirklich ein ganz, ganz tolles Papier. Also das war das vorher, das ist jetzt das jetzige. Und wenn ihr Lust habt, stempelt doch einfach nach. Es ist nicht schwer, übt ein bisschen, probiert euch aus. Und wir haben so tolle Stempel und da muss man einfach nur anfangen und losstempeln. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde sicher noch das eine oder andere Designerpapier hier mit euch stempeln. Bis dahin, viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss!